Protest gehört beim Thema Donauausbau seit 30 Jahren zum guten Ton. Beim zweiten, die EU-Studie zum Donauausbau begleitenden Forum, machten die Demonstranten vor dem Deggendorfer Rathaus klar, dass sie zumindest die Variante C280 mit Staustufe und Stichkanal in Bausch und Bogen ablehnen. Wir lesen ganz oft in der Zeitung von CSU-Politikern vor allem und vom Hafenforum, wir bauen eine Staustufe, dann wird alles besser. Wenn wir eine Staustufe bauen, und das wollen wir einfach klar machen, und es war auch ein ganz breiter Querschnitt aus der Bevölkerung da, geht so viel verloren, was wir geschenkt bekommen von der Donau. Und das muss man einfach in diese Entscheidung mit einbeziehen. Interdisziplinärer Wissensaustausch ist das Gebot der Stunde. Dies bedeutet vereinfacht ausgedrückt, dass Wasserbauer und Techniker ihre Vorstellungen zu Papier bringen. Umweltspezialisten und Ökologen geben ihre Meinung dazu ab. Dann werden die Pläne nachjustiert und optimiert. Meist müssen sich beide Seiten mit einem Kompromiss zufrieden geben. Es ist zwingend nötig, Kompromisslösungen zu finden, weil ja zwei Dinge, die eigentlich sich diametral gegenüberstehen, im Bereich der Wasserstraße, im Bereich der Lebensräume der Fische. Die Wasserstraße ist ja der Lebensraum der Fische und umgekehrt, der Lebensraum der Fische ist die Wasserstraße. Das ist nicht wie beim Autobahnbau, wo ich sagen kann, da gehe ich mit der Trasse einfach um die empfindlichen Gebiete rum und lege die woanders hin. Hier habe ich keinen Ausweg. Und in dieser Situation muss ich Kompromisse schließen. Die müssen aber so angelegt sein aus Sicht der Umweltplanung und des Naturschutzes, dass sie nicht zulasten der Qualität und der Erhaltungszustände der geschützten Tiere und Pflanzen und der geschützten Lebensräume stehen. Ein interaktiver Prozess, der beim Forum der Wasser- und Schifffahrtsdirektion Süd in Deggendorf dem Publikum erläutert wurde und mit dem man auch bei Gegnern des Projekts punkten will. Also wir gehen davon aus, dass nur durch einen iterativen Prozess, der heute ja vorgestellt wurde, überhaupt eine Akzeptanz, vielleicht sogar eine Versöhnung der Interessen stattfinden könnte. Wir wollen zeigen, dass umweltrelevante Interessen natürlich ernst genommen werden und im Einklang mit technischen Planungen eine Gesamtlösung gefunden werden kann. Da, wo es nicht geht, suchen wir nach neuen Lösungen. Es ist heute ja dargestellt worden, dass man nicht gleich aufgibt, wenn es beim ersten Mal nicht klappt, sondern weitergesucht wird. Und wir konnten einige Beispiele heute zeigen, in denen auch nach langem Suchen eine verträgliche Lösung für beide Seiten, für die Schifffahrtsinteressen als auch für die Ökologie, gefunden werden konnte. Nur das ist Grundlage später für eine politische Entscheidung. Wenn das nicht stattfindet, sehe ich da überhaupt keine Chancen. Um die trockene Materie anschaulich zu gestalten, lud man die Teilnehmer des Forums zu einer Donaufahrt ein. Besonders im Bereich der Isarmündung müssen sich Wasserbauer und Naturschützer um naturverträgliche und zugleich schifffahrtsfreundliche Lösungen bemühen. Die meisten Spediteure, die ihre Waren per Schiff transportieren, plädieren für einen Ausbau in der Variante C280. Also unser Wunsch kann ja nur sein, dass die politische Entscheidung zu unseren Gunsten ausfällt und dass man Einsehen hat und auch langfristig denkt, weil wir dürfen ja nicht über die nächsten 10, 20, 30 Jahre denken, sondern wir müssen ja an die nächsten Generationen denken und der Güteraustausch mit den osteuropäischen Staaten wird natürlich auch stärker werden. Wir wollen doch alle mit Osteuropa zusammenarbeiten. Und aus dem Grunde ist es natürlich sinnvoll, dass der Ausbau so stattfindet, wie wir als Binnenschifffahrt das nutzen wollen. Nächste Station der umfangreichen EU-Studie zum Donauausbau ist die Vorstellung der Gutachten über Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit des Vorhabens. Dieser Termin wird von allen Beobachtern mit Spannung erwartet.